Bei Aldi gibt es nun doch eine Euro- bzw. Aktion zur Fußball-Europameisterschaft. Das Ganze schaut so aus und nennt sich Aldi Sport glücklos täglich Jackpot knacken. Ist wohl in Kombination oder Zusammenarbeit. Das ist wohl, also das hier ist von Aldi Süd. Ich weiß nicht, was es bei Aldi Nord gibt. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Aldi Sport, Sky, was steht noch? Harry Potter. Das wird relativ klein. New, dann etwas, was ich nicht erkenne. Noch etwas und Aldi Foto. Vielleicht können wir da auf der Website gleich noch mehr erkennen. Diese Aktion auf jeden Fall, wir haben es verschlafen, gilt schon seit dem 27.05. bis 30.06. Teilnahme ab 18 Jahren. Und man muss die Dinger hier auch aufheben, wenn man gewonnen hat. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Den Glückscode bis 30.06. halt eben auf aldi-jackpot.de einlösen. Und was es zu gewinnen gibt, ja, ich vermute PlayStation Mini etc. Das seht ihr hier so ein bisschen. Zeigen wir euch aber gleich noch mal ein wenig mehr im Detail, auch wie das dann geht. Man muss das hier wohl dann öffnen. Das mache ich schon mal. Und gewinnen. So, also ich öffne das hier vorne und was steht drin? Ein Glückscode. Okay, den müsst ihr dann scannen oder einfach, also einen QR-Code scannen oder auf aldi-jackpot/gewinn registrieren. Und dann gibt es hier noch einen Code für ein Fotobuch EM 2024 zum Sonderpreis von 7,99 € statt 14,90 € auf 24 Seiten. Aber ich will ja gewinnen. Also schauen wir uns das gleich einmal an. Bleibt dran. So, das hier ist also das Los für den Jackpot zu knacken bei Aldi Süd. Und auch das gehen wir jetzt gleich noch auf der Website ein. Hier habt ihr einmal noch die Bedingungen. Und schauen wir uns jetzt mal gleich auf der Website an. Und vor allem, ob wir auch gewonnen haben. aldi-jackpot.de/gewinn. Und da sehen wir auch schon, worum es hier geht und was man gewinnen kann. Man kann hier gleich auch den Code eingeben. Gehen wir aber erstmal zu den Gewinnen im Detail. Die sind hier. Ein Wasserrudergerät. Für mich als ehemaligen Ruderer natürlich, das könnte ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Jahresabo Sky, ja. Ja, und ihr seht es schon, das Bild rutscht hier leider nicht weiter. Also irgendwie ist bei meiner Bildschirmaufnahme etwas schief gelaufen. Eigentlich wollte ich euch hier noch die Gewinne im Einzelnen vorstellen und dann habe ich natürlich durchgespielt, wie ich das Los auch auf der Webseite hier eingebe. Leider kann ich es nicht zeigen, aber ich kann euch mitteilen, ich habe auch leider nicht gewonnen. Das heißt, wenn ich nochmal ein Los von Aldi habe, dann werde ich das hier eingeben und das nochmal neu versuchen. Bis dahin bleibt es halt bei diesem Bildausschnitt. Und ja, bald startet auch schon die EM. Und von daher, für alle, die teilnehmen, teilt mal mit in den Kommentaren, ob ihr hier was gewonnen habt oder auch nicht. Und wenn ihr was gewonnen habt, was ihr gewonnen habt. Ich wünsche jedem von euch auf jeden Fall viel Glück hier. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.